Pünktlich zum Trainingsauftakt des SC Preußen Münster hielt der Winter dann doch Einzug. Schnee überall. Der Trainingsplatz und auch hier der Kunstrasen waren am Dienstag ordentlich bedeckt. Während der Platzwart am Morgen noch mit Räumungsarbeiten beschäftigt war, zog die Mannschaft eine Gymnastikeinheit in der Tribüne vor. Erst nach etwa anderthalb Stunden ging es raus auf den Trainingsplatz und damit raus auf den Schnee. Nach Spanien in die Sonne fliegt der SC Preußen erst am kommenden Wochenende. Drei neue Gesichter begrüßte der Verein am Dienstag. Christian Müller und Mirkan Aydin sind die bereits festen Neuzugänge. Aber auch Martin Kubilanski mischte im Training mit. Sein Leihgeschäft soll idealerweise in Kürze über die Bühne gehen. Und auf dem Feld? Ein paar Aufwärmübungen, ein paar Worte von Trainer Benno Müllmann an die Mannschaft und dann ging's direkt hinein ins erste Trainingsspiel des neuen Jahres. Für die laufende Woche stehen in der Regel zwei Trainingseinheiten täglich an. Am 8. Januar startet der SC Preußen in Richtung Spanien. Das erste Testspiel dort findet dann am 11. Januar statt. Gegner ist der SV Darmstadt 98.